Servus zusammen. Bevor das ID4 Review jetzt gleich startet, noch ein kurzer Hinweis von unserer Seite aus. Wir haben gemerkt beim Schneiden, dass das Video doch sehr, sehr ausführlich geworden ist und wir haben uns dazu entschieden, das Video in drei Teile zu unterteilen. Ihr seht jetzt hier in diesem Video Teil 1. Hier geht es um das Interieur und das Exterieur vom Fahrzeug. In Teil 2 zeigen wir euch alles rund um das Thema Assistenzsysteme und Infomedia. Und in Teil 3 bekommt ihr noch die subjektiven Fahreindrücke vom ID4. Ich wünsche euch mit Teil 1 auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Servus zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Review bei uns auf dem Kanal Gefahren. Bei uns erlebt ihr die Elektromobilität. Heute haben wir den wunderschönen VW ID4 in Gletscherweiß zur Verfügung gestellt vom Autohaus Weber. Wir schauen uns heute gemeinsam ein das Exterieur, das Interieur, die verbaute Technik und den Alltagsnutzen von dem Fahrzeug. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir haben hier den ID4 in der Pro Performance Variante, das heißt 150 kW Maschine dahinter und mit einer 77 Stunden Batterie, sprich es ist angegeben auch eine Reichweite, die liegt bei 360 bis 520 Kilometer. Aus unserem Langstreckentest werdet ihr erfahren, wo wir tatsächlich am Tagesende rausgekommen sind und wie auch das Laden und auch die Langstrecke entsprechend mit dem ID4 funktioniert hat. Wir verlinken für euch das Video entsprechend rechts oben. Hier haben wir an der Front ein sehr cleanes Design verbaut, das heißt relativ große Plastikflächen, was interessant ist es leider nicht, um den CW-Wert wieder so gut wie möglich zu optimieren an der ganzen Nummer. Hier im Logo haben wir entsprechend auch schon zu sehen die Kamera von dem 360 Grad oder Area View Paket, wie es VW nennt. Hinter der Front verbirgt sich die komplette Technik, unter anderem zum Beispiel das ACC-System. Verbaut haben wir hier am VW ID4 die 21 Zoll, das sind die Optionsräder Narvik. Vorne haben wir eine Größe von 235, 45, 21 und hinten 255, 40, 21. Ich finde, VW hat hier eine wunderschöne Seitenlinie kreiert. Insbesondere der hintere Teil in dem Heck gefällt mir sehr schön. Diese Schulter, die hier auch ausgestellt wird. VW positioniert den ID4 als vollelektrischen SUV. Ob wir hier tatsächlich ein SUV haben, da darf sich jeder selber eine Meinung drüber bilden. Wir sind jetzt am Heck angelangt vom ID4. Mein persönliches Highlight, das Heck. Ich finde insbesondere die Heckscheibe sieht optisch sehr schön aus. Mit den Heckleuchten, mit dem durchgezogenen Lichtband, finde ich, ist ein absolutes Highlight an dem Fahrzeug und finde ich sehr gelungen. Über den unteren Part kann man sich streiten, das ist Geschmackssache. Ich finde, das passt zu dem Fahrzeug recht gut und ist homogen. Schauen wir uns mal den Kofferraum von dem ID4 an. Wir haben mal exemplarisch 3 Kisten Wasser und eine Kiste Bier eingeladen. Einfach, dass man sieht, wie viel Platz habe ich denn dann noch. Für viele ist der Alltagsnutzen einfach sehr wichtig. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen mehr mit einpacken, entsprechend. Aber ich hätte gesagt, 6 Kisten ist so das Maximale, was hier inzwischen mit reinpasst. Der ID4 verfügt über einen doppelten Boden, sprich ich kann die normale Navi-Klappe rausnehmen, habe dann etwas mehr Kofferraumvolumen. Unterhalb des doppelten Bodens haben wir dann entsprechend das Fach, wo wir das komplette Ladeequipment unterbringen können. Geladen wird der ID4 klassischerweise hinten rechts. Wir haben hier die Schnellladefunktion mit dabei, das heißt wir können mit bis zu 150 kW laden. Angekommen im Vor ist es natürlich auch für Familien wichtig, wie viel Platz habe ich denn im Fond. Der Platz ist sehr ausreichend, also 2, 4 Personen, vor allem 4 Erwachsene, können hier sehr
angenehm reißen, aber auch für die Jüngsten ist gedacht. Kindersitz passt wunderbar rein, dank Isofix auch super schnell fixiert. Ich habe schon geschaut, die Anschnaller sind lang genug konzipiert und die Erreichbarkeit ist entsprechend gegeben, sodass auch das Anschnallen des Kindes sehr einfach und sehr gut vonstatten geht. An der Rücklehne haben wir Taschen mit integriert. Wir haben hier unten eine klassische Tasche, wo ich entsprechend was unterbekomme. Aber hier oben habe ich noch ein kleines Fach, wo ich dann gerade für den Junior oder für die Dame entsprechend noch was unterbekomme zum Essen als Snack oder ähnliches. Wir haben hier verbaut die Soul-Sitze in schwarz mit florenzbraunem Leder. Die Sitze verfügen über Massagefunktion und über Memory-Funktion, sind darüber hinaus wirklich sehr bequem, vor allem auch auf Langstrecke. Der ID4 ist absolut vollgepackt mit Technik. Ja, das Ganze fängt an, dass ich letztendlich einfach nur den Schlüssel in der Hand haben muss oder in der Hosentasche haben muss, wie jetzt in meinem Fall. Steig in das Auto ein, drück die Bremse, leg den Gang ein und das Auto fährt automatisch los. Also ich muss hier keinen Motor mehr starten oder ähnliches. Genauso funktioniert es aber auch, wenn ich aussteigen will. Ich betätige einfach die Bremse, drück in dem Fall das P, mach die Tür auf und lauf einfach aus dem Auto raus. Sobald ich weit genug weg bin, schließt das Auto sich zu. Sobald ich an das Auto ranlaufe, geht es automatisch auf. Es ist einfach pickepacke voll. In dem Fahrzeug haben wir verbaut das optionale große Assistenzpaketsystem und auch das Informationssystem. Sprich, wir haben über Lane Assist, Zeit Assist, ACC, Area View alles letztendlich mit verbaut. Wir haben das große 12 Zoll Informationsdisplay, wo letztendlich auch alle Themen inkludiert sind über Apple AirPlay, Android Auto, nur um einige Features zu nennen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem ID4 Review Teil 1. Am Sonntag kommt entsprechend Teil 2 raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Anforderungen, also Wünsche, Anregungen habt an uns. Und lasst uns doch ein Abo da, würden wir uns sehr darüber freuen. Herzlichen Dank. Bis Sonntag.